Bevor es jetzt weitergeht mit Johannes und dem nächsten Arbeiteraufstand, ich habe hier ein Parkticket gefunden oder finden lassen. Vermisst jemand ein Parkticket? Ich bin da vorne, da kann er sich's abholen. Ja, Johannes, dann will ich auch gar nicht lange. Ich muss noch ein bisschen, bis die Technik will. Johannes hat nämlich sein eigenes Präsentiergerät. Ja, und das ist auch der Grund. Gut, dann würde ich gar nicht lange noch erzählen und dann mach einfach mal. So, Darmstadt, ihr seht verdammt gut aus. Es ist total super. Ich glaube, der 20-Jährige in mir, der irgendwie die Vorstellung hat, dass ich auf der Bühne in der Zentralstation stehe, würde total durchdrehen. Ich habe überlegt, ob das letzte Mal, wo ich in der Zentralstation war, ich Black Eyed Peas vor Fergie natürlich irgendwie live gesehen habe oder De La Soul, aber irgendwie eins von beiden war es. Es ist total großartig, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und auch von mir irgendwie ist es ein Hammerjob, was ihr irgendwie für das erste Mal hier hingelegt habt und glaube ich ein ganz tolles Signal, was irgendwie in Darmstadt und Rhein-Main gerade irgendwie für spannende Sachen passiert. Es ist immer so ein Ding, ne? Man irgendwie alle gucken nach Berlin und och, und die tolle Startup-Szene und so weiter. Und für jemanden, der irgendwie wie ich jetzt irgendwie gerade so 5 Jahre in Berlin lebt und das irgendwie alles sehr mitbekommt, ich verstehe total, dass manchmal diese Wahrnehmung da ist. Ich glaube auch, dass man aber sehr schnell unterschätzt, was außerhalb von so einer Blase, von so einem Hype-Circle möglich ist. Ja, weil irgendwie in Berlin geht jeder jeden Abend irgendwie zu einer Veranstaltung und dann findet man das Netz und am nächsten Abend geht man zum nächsten und es passieren wenig nachhaltige Dinge und ich glaube, das könnt ihr hier deutlich besser und deswegen spannendere Sachen machen. Insofern von mir macht weiter und zeigt uns in Berlin irgendwie, wo der Hammer hängt und wie man die wirklich spannenden Dinge macht, ohne irgendwie nur auf den Hype abzugehen. Der Hype ist auch nicht alles. Muss man einfach so sagen. Also, zum Abschluss machen wir nochmal irgendwie das Thema ganz weit auf und gehen nochmal irgendwie richtig groß, Transformation der Arbeit. Wir wollen ja heute Abend auch nicht klein, ne? Thomas war schon ein bisschen so, Transformation der Lehre. Nee, heute Abend ganz klar auch irgendwie Transformation der Arbeit. Wir stellen alles auf den Kopf. Kurz zu mir irgendwie, die Sachen, die ihr, wenn ihr recherchieren wollt, ich gehört zu den wenigen Menschen, die den Vorteil haben, dass es meinen Namen nur einmal gibt. Extrem vorausschauend von meinen Eltern, das so zu machen, auch zu einer Zeit, als es Google noch nicht gab, macht mir heute das Leben deutlich einfacher. Das sind die Sachen, wo ihr mich im Web findet und wo ihr meine Firma im Web findet. Third Wave ist eine Unternehmensberatung und es gibt es seit 5 Jahren und wir machen genau das, worum es hier auch geht. Wir versuchen, Menschen und vor allem Unternehmen und Organisationen dabei zu helfen, zu verstehen, wie sich ihre Welt verändert hat durch das Digitale. Wie funktioniert eigentlich jetzt Kommunikation? Wen erreiche ich noch wann? Wie funktionieren Produkte? Wie funktionieren Unternehmen? Und wie funktioniert eigentlich Organisation? Also diese ganzen typischen Themen. Wir machen das für die unterschiedlichsten Unternehmen, Organisationen, groß, klein. Könnt ihr euch alles anschauen, aber das, was wir dabei vor allem machen, ist, dass wir ganz viel beobachten, ganz viele Themen auf dem Schirm haben. Und die Zukunft der Arbeit ist genau eins dieser Themen, das mich schon sehr lange beschäftigt. Wie verändert sich das? Irgendwie früher viel geschrieben über Coworking Spaces und ich hatte mal so ein T-Shirt, wo irgendwie drauf stand, irgendwie, wenn ich die Welt regieren würde, dann würde ich Arbeit flexibel und mobil machen. Habe ich irgendwie dann auch nie wieder angezogen. Es war mir doch irgendwie ein bisschen zu platt als T-Shirt. Aber das Thema Zukunft der Arbeit hat in den letzten 2, 3 Jahren nochmal so einen ganz besonderen Spin bekommen. Es gibt dieses Thema Automatisierung. Und diese große Frage, nehmen uns die Maschinen die Jobs weg? Das ist ganz lustig, weil das ist ja nun wirklich kein neues Thema, sondern das ist so ein Thema, das ist ungefähr so alt wie Maschinen so, oder wie Technologie. Ja, so die ersten Fabriken wurden in der industriellen Revolution eingerichtet und sofort kam natürlich die Frage auf,
was ist jetzt mit uns Arbeitern? Was machen wir denn in Zukunft noch? Aber irgendwie ist dieses Thema wieder neu aufgekommen und in den letzten 2-3 Jahren extrem groß geworden. Und das sieht man schön. Ich habe mal irgendwie, starte gerne mit diesem Zitat von Eric Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden von damals Google. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt irgendwie bei Alphabet auch irgendwie noch irgendwie vorne mit dabei ist. Ich würde mal davon ausgehen, seinem Ego entsprechend. Die Automatisierung von Jobs wird das definierende Problem der nächsten 2 bis 3 Dekaden werden. So, ich habe ja gesagt, wir machen es groß heute Abend. Das ist so mal, ne, die Latte ganz hoch gehangen. Das große Problem, die Automatisierung von Jobs. Maschinen übernehmen mehr und mehr Arbeit. Und das, die Frage ist, die so ein bisschen im Raum steht, erleben wir eine zweite industrielle Revolution? Und das, was den Unterschied ausmacht, weswegen wir von der zweiten industriellen Revolution sprechen, ist, dass es diesmal nicht in erster Linie um Roboter geht, sondern um Software. Das hier ist eine Visualisierung, kennt vielleicht der eine oder andere, eine Visualisierung von dem, was ein selbstfahrendes Auto von Google an Daten sieht. So, ne, so ein selbstfahrendes Auto von Google fährt durch die Gegend und nimmt pro Sekunde 1 Gigabyte an Sensordaten auf und verarbeitet die, um sich orientieren zu können und um Menschen nicht tot zu fahren. Und das Entscheidende hier ist aber nicht die Technologie im Sinne von der Hardware. Die ist relativ simpel. So Sensoren sind in der Regel einfach mal kleiner und schneller geworden und günstiger geworden in der Produktion. Das Entscheidende, warum wir das heute so gut können und warum jemand wie Google ein selbstfahrendes Auto konzipiert, ist, dass es ganz entscheidend mit der Software zusammenhängt, mit dem Algorithmus, der dieses Auto steuert. Und hier können wir natürlich, das ist irgendwie das Standardbeispiel, können wir uns ganz gut vorstellen, wie diese Technologie, diese Entwicklung in kürzester Zeit relativ viele aktuelle Jobs ersetzen kann. Ja, und reden wir gar nicht davon, dass jeder von uns im selbstfahrenden Auto rumfährt, sondern da reden wir von LKWs, da reden wir von Taxis und so weiter. Travis Kalanick, der Gründer von Uber, hat schon sehr deutlich gemacht, dass er die Fahrer seiner Uber-Autos eher so als eine Übergangslösung sieht und sich sehr darauf freut, wenn er sie endlich durch Maschinen ersetzen kann. Aber das ist genau das Thema. Es ist plötzlich, wir haben eine Softwareentwicklung da, die tatsächlich die Frage stellt, sehen wir eine zweite industrielle Revolution? Und was auch ein relativ neues Phänomen ist, so, es war immer schon so, dass Jobs durch technologischen Fortschritt weggefallen sind. Ganz normal. So. Die lieben Kutscher tun einem ja sehr leid, aber wir fahren heute nun mal nicht mehr mit Pferdekutschen. So, sondern es sind immer wieder Jobs weggefallen, es gibt einen Fortschritt. In der Regel war es aber so, dass diese Jobs immer am unteren Ende der Einkommensschichten weggefallen sind. Das heißt, es sind meistens unten Jobs weggefallen. Dann gab es in der Regel immer irgendwelche gerade Ausbildungs-, Lehranstrengungen, jetzt mal vereinfacht gesagt, und dann sind sie, wenn man es ganz einfach möchte, durch bessere Jobs ersetzt worden, auf eine längere Sicht. So war das bisher. Allerdings jetzt nicht mehr unbedingt so, weil jetzt passieren, Beamer-Bild so lala, jetzt passieren mehr und mehr dass nicht nur Niedriglohnjobs wegfallen, sondern auch immer mehr Jobs, die bisher eigentlich als relativ sicher galten. So, ich habe mal irgendwie 3 Beispiele mitgebracht. Das erste ist der Arzt. Es ist heute so, 2015 kann ein Algorithmus massiv besser Krebs erkennen als jeder Doktor dieser Welt. Es gibt einfach Algorithmen, die darauf trainiert sind, die ganz genau sagen können, an der Stelle hat jemand Krebs oder hat er keinen Krebs. Wie genau, wie ist der Fortschritt? Software ist in dieser Mustererkennung von Krebs einfach deutlich besser. Anderes Beispiel, Rechtsanwälte. Ich als Laie lasse mir von Rechtsanwälten sagen, dass ein Großteil der Arbeit als Rechtsanwalt viel auch mit Recherche zu tun hat, mit Musterfällen oder Beispiele rauszuarbeiten, die man in seine eigenen Begründung mit einbaut. Das ist eine ganz typische Mustererkennungsarbeit. Man versucht, viele Datenberge, Archive zu durchsuchen. Auch da ist relativ klar, mit fortgeschrittener Software und Algorithmen lässt sich das deutlich einfacher machen. Das heißt, wir fragen plötzlich, wie viele Rechtsanwälte brauchen wir noch in Zukunft? Oder drittes Beispiel, die Journalisten.
So, es gibt inzwischen Software, wo man als Laie kaum noch unterscheiden kann, hat das jetzt ein Mensch geschrieben oder hat das eine Software geschrieben, insbesondere im Sportjournalismus und im Finanzjournalismus, wo viel mit Daten gearbeitet werden soll. Ne? Irgendwie in den USA, die ganzen Baseballspiele, gerade so in den unteren Ligen, da gibt man einfach dem Algorithmus alle Spieldaten, die irgendwie automatisch gesammelt wurden, und er schreibt daraus automatisiert eine Story. Und das kann man sich für viele andere Bereiche auch noch vorstellen. Das heißt, hier sind plötzlich Jobs gefährdet, die bisher als sehr sicher galten. Und im Herbst 2013 hat die Oxford-Universität eine viel zitierte Studie herausgebracht, in der sie untersucht haben, für 700 Jobbeschreibungen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie in den nächsten 20 Jahren durch Maschinen oder Algorithmen oder sonstige Software ersetzt werden können. Und ihr Ergebnis war, 47% aller Jobs in den USA stehen in der Gefahr, durch Automatisierung ersetzt zu werden. Man hat inzwischen auch vergleichbare Studien für Deutschland gemacht und für Europa, und hier sieht es auch nicht viel besser aus. Also braucht sich keiner irgendwie zu sicher zu fühlen. Hier drüben hat irgendwie der Economist mal aufgelistet, so ein paar typische Jobs, die in dieser Studie drin waren, und die Wahrscheinlichkeit, Zahnärzte im Raum, ja, wahrscheinlich nicht so viel, absolut jobsicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Maschine übernimmt, ist relativ gering. Telemarketer und Steuerberater, schwierig. Würde ich schon mal eine Umschulung machen. Das Interessante daran ist, was ich ganz spannend finde an der Studie, ist, dass sie hingegangen sind und haben gesagt, es gibt drei Kriterien, sogenannte Bottlenecks for Automation. Das heißt, es gibt drei Dinge, die extrem schwierig sind in der Arbeit, wo durch Maschinen, zu automatisieren. Es gibt drei Faktoren in der menschlichen Arbeit, die extrem schwierig sind zu automatisieren. Nummer eins, kreative Intelligenz. Neue Ideen entwickeln. Innovation. Sehr, sehr schwierig. Es geht eine Erleichterung durch den Raum. Nummer zwei, die soziale Intelligenz. Das Ding ist ja, ne, irgendwie ist es ja super, wenn der Algorithmus mir genau sagen kann, ob ich Krebs habe oder nicht, aber die Frage, ob ich mir von einem Algorithmus diese Diagnose geben lassen möchte, ist eine ganz andere. Oder mich dabei beraten lassen möchte, wie ich jetzt am besten vorgehe. Auch das schwierig. Und das dritte, sogenannte Perception Manipulation Tasks. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es noch ganz viele motorische Sachen gibt, in denen der Mensch noch deutlich geschickter ist, als man das glaubt. Das einfach nur mal so als Beispiel, das sind so drei Kriterien, die hier angesetzt wurden. Das große Problem an dieser Studie ist, dass sie nur sagt, was denn in der Gefahr steht, automatisiert zu werden. Was diese Studie überhaupt nicht anguckt, ist, was werden denn für neue Jobs durch technologischen Fortschritt geschaffen? Weil das ist genau die Frage, werden mehr Jobs geschaffen als wegfallen oder fallen mehr Jobs weg als neue geschaffen werden? Also ist Pew Research letztes Jahr hingegangen und hat gesagt, wir stellen diese Frage jetzt mal allen Experten, die wir finden können. Und sie haben tatsächlich fast 1900 Experten gefunden und haben sie gefragt, werden 2025 vernetzte, automatisierte künstliche Intelligenzanwendungen und Roboter mehr Jobs verdrängen als neue geschaffen haben? Die Antwort, 48% waren der Meinung, dass mehr Jobs verloren werden, dass mehr Jobs wegfallen und dass das zu einer großen Zunahme von Einkommensungleichgewicht und einer großen Masse an praktisch nicht arbeitsvermittelbaren Menschen führen wird und ein Breakdown in Social Order, so, es wird quasi zum Bürgerkrieg kommen. Das sagen 48% der Experten. 52% der Experten dagegen sagen so, ja, wird nicht ganz einfach, aber wir haben Glauben in den Erfindungsgeist der Menschen, immer wieder neue Jobs machen zu können. Es werden am Ende mehr neue Jobs bei rauskommen als wegfallen. Das heißt, in der Tat, von 1900 Experten haben 50% gesagt, das wird ganz böse ausgehen, und 50% haben gesagt, schaffen wir. Und ich sage mal ganz gerne an der Stelle, das ist nicht Klimawandel,
beim Klimawandel wissen wir aus der Wissenschaft, wissen wir sehr sicher, dass es ein Riesenproblem ist und das, was wir eigentlich auch relativ genau zu tun haben. Es ist immer noch ein anderes Thema, ob der politische Wille da ist, aber wir wissen, was das Problem ist. Das hier ist ein komplett anderes Thema. Das ist ein Thema, wo sich die Experten sehr uneins sind und das bedeutet, die Zukunft ist alles andere als klar vorgegeben. Und ich sehe da drin eine enorm große Chance, weil das bedeutet, dass wir das beeinflussen können, dass wir noch die Möglichkeiten haben, mitzubestimmen, in welche Richtung wir gehen wollen. Grundsätzlich gibt es da immer so, und gerade wenn wir noch nicht so richtig wissen, wo geht's hin, dann sind so Utopien und Dystopien eine ganz gute Möglichkeit, um uns ein Zukunftsbild davon zu malen. Und, kommt natürlich irgendwie, wenn man das jetzt hört, Automatisierung der Jobs, kommen natürlich immer so irgendwie tolle Science-Fiction-Szenarien in den Kopf. So, in Zukunft werden wir alle irgendwie am Pool liegen, die Maschinen werden uns dienen, ja, sie werden uns irgendwie die Getränke bringen oder auch mal positiv progressiver ausgedrückt, die Maschinen werden die Drecksarbeit machen, damit wir die Zeit haben, kreativ zu sein, uns politisch zu betätigen, uns künstlerisch zu betätigen. Das ist so dieses, man spricht auch gerne vom Digital Fully Automated Communism, ja, so irgendwie der neue Kommunismus, der durch die Maschinenarbeit ermöglicht wird. Es gibt die unterschiedlichsten Begriffe, die unterschiedlichsten Szenarien. Ich möchte mich aber tatsächlich heute weniger auf die konzentrieren, weil während wir so drüber träumen, wie könnte eine Zukunft aussehen, in der ich nicht mehr arbeiten muss, weil für alles gesorgt ist, gibt es eine ganz andere Realität. Und das bringt mich zurück zu den selbstfahrenden Autos von Google. Wie gesagt, irgendwie das Wichtigste am selbstfahrenden Auto ist der Algorithmus, der aus den Sensordaten und aus dem Kartenmaterial von Google das Auto steuert. Jetzt ist das Entscheidende, damit dieser Algorithmus überhaupt arbeiten kann, ist er auf ganz viel sauberes Kartenmaterial angewiesen, damit er nicht irgendwo reinfährt, wo letzte Woche noch irgendwie offen war und jetzt eine Baustelle ist, die er vielleicht irgendwie nicht erkannt hat, weil jemand das Schild abgenommen hat. Deswegen gibt es die hier, ne, so eine ganze Flotte an Google-Fahrzeugen, die den ganzen Tag, jeden Tag auf der ganzen Welt durch die Gegend fahren. Und in Zukunft, wenn wir mehr selbstfahrende Autos haben, auch noch viel mehr. Die fahren den ganzen Tag rum, um Kartenmaterial zu scannen, die Umgebung zu scannen, um wahrzunehmen, wie die Straße aussieht. Das ist damit aber noch nicht getan, damit hat man nur diese Sensordaten erfasst. Diese Sensordaten müssen aufgeräumt werden. Und dafür gibt es wiederum Menschen, die das machen. Diese Menschen allerdings tauchen in keiner Mitarbeiterstatistik von Google auf. Diese Menschen sind sogenannte Independent Contractors, sie werden über Jobbörsen an Google vermittelt und sie sind relativ schlecht bezahlt, haben keinerlei Jobsicherheit und sorgen aber dafür, dass die ganze Big Data Maschine von Google überhaupt funktioniert. Das sind die gleichen Leute, die auch dafür sorgen, dass unsere Suchergebnisse irgendwie so sauber aussehen und da relativ wenig Spam drin ist und so weiter. Das ist so eines der ganz dunklen Geheimnisse von Silicon Valley, dass um diese ganzen Big Data Anwendungen vernünftig machen zu können, es tatsächlich ein Heer von schlecht bezahlten, nicht festangestellten Menschen braucht, um digitale Dienste anzubieten. Facebook hat die, YouTube hat die, verschiedenste andere Anbieter, alle benutzen diese Heere von sogenannten Independent Contractors. Und damit sind wir bei der Gig Economy angekommen. So, ne, weil das ist nämlich nichts anderes als das. Uber funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip. So, wir stellen die Leute, die die Arbeit für uns machen, nicht fest an, sondern wir nutzen sie, je nachdem, wie wir lustig sind, und setzen sie für uns ein. Ob das nun Essenslieferservices sind Putzteams, die bei uns zu Hause irgendwie aufräumen sollen. Irgendjemand meinte mal, das ist so, dass all diese Gig-Economy oder die Gig-Economy lässt sich zusammenfassen. Das sind alles Startups, die dafür sorgen sollen, dass andere Startups so ihr Leben wieder so leben können wie früher bei Muttern. So alles, was Mutter nicht mehr macht, wird jetzt von einem Gig-Economy-Startup übernommen. So ungefähr funktioniert das. Und das ist erstmal auch, also gibt es verschiedene Punkte, aber erstmal sind da auch viele Chancen drin. So ein Uber-Fahrer hat eine ganz andere Flexibilität als jemand, der festangestellt ist. Er kann selbst entscheiden, wann er fährt. Aber tatsächlich gibt es einige Modelle in dieser Gig-Economy, die große Schwierigkeiten mit sich bringen, vor allem ein extrem großes Ungleichgewicht.
Weil Teil der Gig-Economy bedeutet es, dass plötzlich ein Algorithmus der Chef ist. Du bist plötzlich hast du eine App als Boss. So, ne? Du machst morgens die App an und dann guckst du, was für Aufträge kommen rein. Du hast keine Ahnung, ob morgens, wenn du die App abmachst, ob überhaupt etwas reinkommt, ob überhaupt jemand noch diese App benutzt. Du hast keinerlei Sicherheit. Versuch mal einem Algorithmus zu erklären, warum der Arsch von Fahrgast, den du gerade gefahren hast, dir eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben hat, weil du nicht bereit warst, irgendwie sein Heavy Metal anzumachen. So Geschichten. Versuch mal mit einem Algorithmus eine Gehaltsverhandlung zu führen. Kannst du vergessen, du hast keine Chance. Dann dieses Thema, was ich Corporate Panopticon nenne. Ja, als Benutzer von so einer App, und sei es Uber, sei es verschiedene andere, sei es irgendwelche Food Delivery Sachen, hast du als App-Betreiber die komplette Kontrolle über die Leute, für die sie arbeiten. So, du kannst genau sehen, wo sie langfahren, wie häufig sie Fahrten ablehnen, welche Bewertungen sie bekommen. Auf der anderen Seite hat der Fahrer keinerlei Wahrnehmung über das, was bei Uber in der Zentrale passiert. Die Zentrale ist komplett unsichtbar. So, er weiß auch nicht, wer in seine Daten reinguckt, wie er analysiert wird. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Panoptikon-Situation, wo die eine Seite komplett ausgeleuchtet wird und keinerlei Feedback-Kanal hat. Er weiß nicht genau, was da passiert. Und dieses Ungleichgewicht ist immer wieder das Thema, was ich so schwierig finde an der aktuellen Entwicklung der Gig-Economy. Letzter Punkt, Nutzungsbedingungen sind die neuen Mitarbeiterverträge. Du kannst nicht mit Uber darüber verhandeln, wie viel Geld du bekommen sollst. Du kannst nur accept oder decline, wenn du die App startest, machen. Und wenn du, dann gehst du jetzt hin und sagst, okay, dann finde ich das jetzt okay, das ist für mich ein fairer Deal. Ich fange jetzt an und ich baue mir eine Reputation bei einer dieser Gig-Economy-Dienste auf. Ich bekomme irgendwie positive Bewertungen, ich bekomme positive Review. Und jetzt entscheidet dieser Anbieter dieser App von heute auf morgen, die Auszahlung um 30% zu reduzieren, weil irgendwie der Wettbewerb größer geworden ist. Du hast keine Chance. Das Einzige, was du machen kannst, ist, zu einer anderen App zu gehen. Aber da musst du deine komplette Reputation, dein komplettes Profil, was du aufgebaut hast, wieder neu starten. Es gibt keine Verhandlungen, es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine Trainings, es gibt keine Karriere. So, du bist komplett, es kann einfach sein, dass das Ding nächste Woche dicht macht, weil kein neues Venture-Kapital mehr reingekommen ist und dann ist diese Möglichkeit komplett von dann. Das ist einfach nur nochmal so ein Beispiel dafür, so eine Zusammenfassung, wo ich ganz große Schwierigkeiten sehe in einer Zukunftswelt. Man spricht immer mehr davon, Uber für X, also Uber für das, Uber für das, wo wir sehen, dass dieses Modell immer weiter an Aufmerksamkeit und Kopie bekommt. Und Soziologin Zeynep Tofeghi hat das wunderbar zusammengefasst. This is the way technology is being used in many workplaces to reduce the power of humans and employers' dependency on them, whether by replacing, displacing or surveilling them. Und das genau ist das Problem. Es geht aber all diesen Themen, es geht bei der Transformation der Arbeit, der Zukunft der Arbeit, nie um Technologie. Es geht immer um die Menschen hinter der Technologie. Es geht immer um Macht und Mitspracherecht. Und das ist genau der Grund, weswegen ich glaube, dass wir eine neue digitale Arbeiterbewegung brauchen. Es ist für mich ganz ähnlich wie in der ersten industriellen Revolution. In der ersten industriellen Revolution gab es neue Technologien, die haben die Kapitaleigner, die Firmenbesitzer stark bevorzugt, beziehungsweise ermöglicht, ihnen ganz neue Gewinne zu machen, Menschen dabei auszubeuten. Und daraus ist dann eine Arbeiterbewegung entstanden, die gesagt hat, das ist unfair und wir wollen unseren Teil davon. Wenn dass es überhaupt eine Mittelschicht gibt auf der Welt, ist ein Verdienst dieser Arbeiterbewegung, die dafür gekämpft hat, dass wir Urlaub haben, dass wir geregelte Arbeitszeiten haben und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen genau diese Arbeiterbewegung jetzt wieder für eine neue digitale Arbeiterzukunft. Es geht nicht darum, das aufzuhalten und zu einer anderen Welt zurückzugehen. Ich glaube, dass das ganz schwierig ist, zu irgendetwas zurückzukehren. Aber es geht das zu beeinflussen, wo wir in Zukunft hingehen.
Und das können wir durch so eine bessere Organisation machen. Da passiert schon ganz viel, das will ich nur ganz, ganz kurz noch anschneiden. Ja, so Uber-Fahrer organisieren sich. Es gibt verschiedene Anwälte, die dafür kämpfen, dass Leute, die wie Festangestellte arbeiten, auch so wahrgenommen werden. Es gibt Leute, die sich auf diesen Online-Plattformen, wo man irgendwie Arbeit vermittelt bekommt, neue Systeme anbieten, um auch quasi nicht nur, dass sie durchleuchtet werden mit Reviews, sondern dass auch ihre Arbeitgeber durchleuchtet werden. Die IG Metall ist in Deutschland die Gewerkschaft, die sich am stärksten engagiert für diese neuen digitalen Arbeiter. Sie haben irgendwie eine spannende Plattform, faircrowdwork.org, ins Leben gerufen, um diese ganzen Clickworker-Plattformen, auf denen solche digitalen Jobs vermittelt werden, ja, zu bewerten, auch zu sagen, hier wirst du mehr ausgebeutet oder hier hast du faire Bedingungen. All das sind erste Ansätze, um dafür zu sorgen, sich zu organisieren, weil das große Problem, was wir in dieser neuen Arbeiterbewegung haben, in der ersten industriellen Revolution, bist du zum Kollegen am Fließband gegangen, hast gesagt, scheiße hier, so, lass mal protestieren, lass mal organisieren. So. Man wusste genau, wer der Kollege ist. Jetzt, wenn die Leute teilweise allein vor ihren Rechner sitzen und Aufgaben erledigen oder allein irgendwie durch die Straßen fahren, nur von einer App gesteuert, dann weiß man gar nicht, wer irgendwie in den Autos ist denn noch ein Fahrer für diesen Dienst. Deswegen ist es ganz wichtig, hier erstmal für Sichtbarkeit zu sorgen und eine Möglichkeit, sich zu vernetzen. All das sind Ansätze. Es gibt davon noch ganz viele neue spannende Sachen. Da passiert gerade sehr viel und ich ermutige euch sehr, sich das anzugucken, weil wir haben die Möglichkeit, diese Zukunft mit zu beeinflussen und sie nicht nur allein den Kapitalgebern zu überlassen. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank, Johannes. Sehr, sehr interessanter Vortrag. Wir haben auch ein paar Fragen reinbekommen, aber entweder dein Vortrag war sehr, sehr interessant oder wir haben es einfach oder sehr erschlagend. Zu wenig erwähnt, dass man eben über wmoda.de hätte Fragen stellen können. Aber es sind trotzdem interessante Fragen rausgekommen. Zum Beispiel, sind wir als IT-Entwickler noch sicher? Weil wir entwickeln ja schließlich die Tools, die uns dann ersetzen sollen. Also ganz grundsätzlich, ich glaube, dass es sehr wenige Jobs gibt, die so komplett wegfallen werden. Ich glaube tatsächlich, dass in der Realität es sehr viele Zwischenmodelle geben wird. Also ganz bestimmte Sachen, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Teilbereiche werden automatisiert und dadurch werden andere oder wird Zeit oder Möglichkeiten für andere Tätigkeiten frei. Ich glaube tatsächlich, und da bin ich in der kurzen Zeit jetzt nicht nochmal ausführlicher drauf eingegangen, dass tatsächlich eine Lösung für die Zukunft so ein bisschen die Symbiose ist. Ne? So, worin sind Maschinen, Algorithmen, Software besonders gut? Worin ist der Mensch besonders gut? So. Ich persönlich fände es total super, wenn meine Ärzte sich mehr auf mich als auf ihre Abrechnung und ihre Protokollieren und ihr Durchschleusen von Patienten konzentrieren könnten, wenn sie sich mehr auf mich konzentrieren könnten und mehr Aufmerksamkeit quasi direkt auf das Gespräch mit mir legen könnten. Das ist meine positive Hoffnung von dem, wie sich zum Beispiel das für einen Arzt tatsächlich verändern wird. So denke ich, gilt das auch für die meisten. Wenn die IT-Leute im Raum, an der Stelle möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, euch so ein bisschen an euer Gewissen, eure Verantwortung zu appellieren. Weil wir sind uns, glaube ich, häufig nicht so richtig bewusst, wie viel diese Technologien unseren Alltag schon benutzen. Aber wenn so ein Uber-Entwickler in New York im Headquarter sitzt und irgendwie am Algorithmus rumschraubt, der darüber entscheidet, ab wie viel negativer Sternebewertung ein Uber-Fahrer für 24 Stunden deaktiviert wird, dann macht er sich in der Regel nicht so viel Gedanken darüber, dass ein kleiner Bug oder eine grobe Annahme, was denn vernünftig wäre, dafür sorgt, dass morgen Menschen Essen auf ihren Tisch haben oder nicht. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, der mir total wichtig ist, sodass wir mehr verstehen, auch wenn wir denken, ich bin doch hier nur ein Entwickler, ich baue doch hier nur ein paar Sachen, dass damit inzwischen mit dem, wie weit Technologie in unserem Alltag reicht, eine enorme Verantwortung verbunden ist und wir uns dessen immer wieder bewusst werden müssen, wie das, was wir entscheiden, andere Menschen in ihrem Alltag beeinflussen kann.
Ja. Das schließt im Grunde auch schon an die nächste Frage an. Wie bereiten wir uns auf sowas vor oder wie gehen wir damit um? Letzten Endes gibt noch eine andere Frage, die möchte ich dann noch anschließen. Was macht denn der Mensch noch? Da steht in 50 Jahren, ich glaube, soweit kann keiner denken, weil das doch ein sehr breiter Horizont ist. Aber sagen wir mal 2025, das ist ja so die geliebte Agenda. Ja. Was machen wir denn 2025? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Also wir benutzen in unserer Beratungsarbeit irgendwie zu dem Thema immer gerne das gute Clouseau-Zitat, Panik sieht bescheuert aus. Das ist immer so für mich so das Erste. Das Zweite, was so die Grundmotivation der Arbeit ist, die wir machen, ist, dass wir gegen die Unsicherheit ankämpfen, indem wir vermitteln wollen, das Ganze besser zu verstehen. Also das Erste, was man macht, ist hinzugehen und zu sagen, okay, es gibt... Im Moment wird unsere Diskussion häufig vorangetrieben von zwei Extremen. Es gibt die Technologie-Deterministen, die sagen, das ist eh alles unausweichlich, adapt or die, die Technologie wird die Welt retten und wer nicht mitmacht, geht unter. Resistance is futile, das sind so die Borg. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite die anderen Extreme, die sagen, das ist alles böse, das ist alles falsch, das darf alles nicht passieren, wir müssen uns gegen die Technologie gegen angehen. Und für mich ist das tatsächlich so, so funktioniert halt die Realität ganz häufig nicht. Es gibt tausend Ansätze, die damit passieren. Es ist für mich sehr spannend, irgendwie, ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit knapp 3 Jahren. Es ist interessant, mich selbst zu beobachten, wie ich dabei politischer werde, wie ich anfange, mich mit diesen Themen aus einer Kapitalismus kritisch in sich zu beschäftigen. Ich stelle immer wieder fest, dass Technologiekritik ohne Kapitalismuskritik meistens zu kurz greift. So, wir können gegen viele Sachen irgendwie, Technologie hat das und das Problem, aber am Ende, wo wir uns dann häufig nicht trauen, drüber zu reden, weil das ist ja komisch und ich bin ja kein Kommunist, dann trauen wir uns nicht, eigentlich auch den letzten Schritt zu machen. Meine Hoffnung ist, dass wir 2025 wesentlich näher an einem bedingungslosen Grundeinkommen dran sind, als wir das heute sind. Wir sehen in den letzten Jahren, ganz massive Fortschritte. Finnland, die Koalition in Finnland hat es in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, haben gerade angefangen, das Sozialministerium hat vor wenigen Tagen angefangen, an dem Modell zu entwickeln, dass es dort tatsächlich Realität wird. In den Niederlanden sehen wir in verschiedenen Städten Experimente. Es ist wesentlich realistischer geworden in den letzten Jahren, als es noch vor, 5 Jahren sich anfühlte. Und das sind für mich tatsächlich Themen. Meine Utopie für 2025 ist, dass wir die Automatisierung positiv genutzt haben als Gesellschaft, um mehr Zeit zu bekommen, uns auf bestimmte Themen zu konzentrieren, die weniger mit harter Arbeit zu tun sind, mit was irgendwie David Graeber Bullshit-Jobs irgendwie zu tun hat, angeht. Ich hoffe, dass wir in einem Punkt sind, wo wir nicht mehr in Deutschland irgendwie 60% der arbeitenden Bevölkerung eigentlich innerlich fast gekündigt hat, weil sie eigentlich keinen Bock auf ihren Job haben, sondern dass wir tatsächlich mehr in eine Richtung gehen, wo unser Leben, mir geht es gar nicht so um Arbeit, sondern unser Leben uns mehr Spaß und mehr Erfüllung bringt. Und bis dahin, wer sind die nächsten Maschinenstürmer? Wie müssten die sein? Was müssten die machen? Einfach nicht Uber fahren oder? einen der spannendsten Ansätze, auch einer der provozierendsten Ansätze sind sogenannte Plattform-Kooperationen. Das heißt, eine der Lösungen zu dem Uber-Ding ist, dass die Uber-Fahrer selbst die Plattform machen. Dass sie quasi die Plattform den Fahrern selbst gehört. So, es gibt in 2 Wochen in New York eine extrem spannende Konferenz, die, glaube ich, auch online sehr stark zu verfolgen ist, Platform Cooperatism, wo es genau um solche Themen geht. Und wir sehen immer mehr solche Kooperative, sowohl in Deutschland als auch in den USA entstehen, wo man sagt, hey, wir nehmen das selbst in die Hand, das sind die unterschiedlichsten Themen. Und ich glaube, das ist so ein Ansatz, wie man sich wegbewegen kann von so einem reinen Silicon Valley Solutionism sich einnehmen zu lassen. Ja, vielen Dank, Johannes.
Da gab es noch ein paar Fragen, aber die hat er mit seinen tollen Ausführungen hier komplett alle beantwortet. Vielen Dank.